Das ist der Newsletter November 2022. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensomed. Der Jahreswechsel 2022-2023 bringt einige Neuerungen mit sich. Aber bitte beachten Sie, dass Sie zum Jahreswechsel alle Tätigkeitsnachweise und Urlaubsanträge frühzeitig abgeben, sodass wir in den ersten zwei Wochen des Januars auch den Lohn machen können. Was wird sich 2023 ändern? Auf der einen Seite sitzen die Tarifpartner gerade zusammen und versuchen einen Tarifabschluss auf den Weg zu bringen. Darin enthalten auch ein ganz großes Thema, was die Bundesregierung im September diesen Jahres aufgemacht hat, der sogenannte Inflationsausgleich. Wir werden jetzt dieses Thema ganz genau beobachten, was die Tarifpartner, sei es auch die IG Metall, sei es der BAP oder der TVÖD für den öffentlichen Dienst, jetzt im Januar, Februar auf den Weg bringt. Wir werden Sie frühzeitig, ich denke mal im Februar oder März, informieren, was die Pensomed für Sie an dieser Stelle tun kann. Unsere App ist 2022 an den Start gegangen. Mit ein paar kleinen Schwierigkeiten haben wir aber immerhin schon 450 Mitarbeiter, die sich auf dieser App angemeldet haben. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten zu ändern, versuchen aber dies im ersten Quartal 2023 auf den Weg zu bringen. Dennoch, es erleichtert Ihnen und uns enorm die Arbeit. Erstmal vielen Dank dafür, dass Sie sich für die App angemeldet haben. Das Team der Pensomed wünscht Ihnen eine tolle Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, bis nächstes Jahr. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensomed.